Leute, jetzt mal ehrlich, ich bin kein weiterer Businessmensch, der irgendwie ein Fitnesstempel hier aus dem Boden stampfen will. Ich möchte hier meinen Traum leben. Ich lebe das, ich lebe Fitness, ich lebe für den Sport, ich stehe für den Sport auf, das ist meine Passion. Und genau das Ganze will ich auch an euch weitergeben. Ihr fühlt es, wenn ihr mich bei mir im Gym besucht. Genau dieses Herzblut stecke ich auch hier in jeden einzelnen Quadratmeter. Wir haben eine geile Location, die beste Ausstattung, kompetente Trainer, individuelle Betreuung, die Infrastruktur stimmt, jetzt liegt es an euch. Ihr müsst dem ganzen Leben einhauchen, wir warten nur, bis wir die Pforten öffnen dürfen, euch willkommen heißen dürfen und dann legen wir gemeinsam los, als eine Gemeinschaft, mit demselben Ziel. Hey Leute, herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Umbau-Vlogs. Heute zeigen wir euch, was wir bisher umgesetzt haben und welche Schritte als nächstes folgen. Die blenden wir euch hier ein. Punkt 1 war der Rückbau der Räumlichkeiten, um den Grundriss erstmal wieder auf Null zu setzen. Punkt 2 wäre der Neubau der Umkleidekabinen, Duschen und WCs. Nummer 3 kommt der Heizungsbauer und die Klimaanlage wird installiert. Nummer 4 wäre dann schon Boden, Wände und Außenbeleuchtung. Ab dann geht es relativ zügig, da bekommt ihr auch relativ schnell eine Veränderung zu sehen. Als 5. haben wir den Thekebereich, die Lounge und den Shop geplant. Und ganz zum Schluss kommt der Gerätepark, der muss dann nur noch aufgestellt werden und dann kann es losgehen. So, der Held hinter der Kamera hat euch die Decke schon gezeigt. Na, sieht ganz schön aus. Wenn jetzt noch die Beleuchtung kommt, wird richtig gut. Okay, kommt mal mit. Als erstes haben wir ja die Räumlichkeiten entfernt, um wieder alles auf Null zu setzen. Wie im ersten Video schon erwähnt, das hat hier stattgefunden. Hier gehen wir mal ganz kurz hin. Und zwar müssen wir auch hier jetzt wieder neue Räumlichkeiten aufbauen. Das werden später die Umkleidekabinen. Einmal Damen, einmal Herren, jeweils mit Dusche und WC. Genau. Am besten folgt ihr mir mal kurz hier durch. Wir müssen ein bisschen klettern. Und mal hier lang. Hier hatten wir noch einen kleinen Struggle. Und zwar, der komplette Umriss ist massiv. Und wir haben das Problem, hier ist der Heizungsraum. Hier war eigentlich ursprünglich die Tür. Das soll aber separat Umkleide bleiben. Und das soll separat Mitarbeiterraum und Heizungsraum bleiben. Dazu haben wir hier die Tür entfernt, hier eingebaut. Die ist auch schon fest versetzt. Ab morgen sollte die funktionsfähig sein. Wird natürlich noch hübsch gemacht. Ne? Und hier wird wieder zugemauert. Kommen wir zu Punkt 3, Heizung und Klima. Leider reicht unsere aktuelle Heizung nicht aus. Die hat gerade mal 10 kW. Die war ursprünglich auch nur gedacht, ums Autohaus zu beheizen, aber nicht für Duschen und Heißwasser. Da kommt eine neue Heizungsanlage und zeitgleich auch eine neue Klimaanlage. Das heißt, ihr könnt euch auf klimatisierte Räume im Sommer freuen. Zurück aus den Katakomben kommen wir zu Punkt 4. Das wäre Boden- und Wandverkleidung plus Beleuchtung. Dann wird es relativ schnell gehen. Sobald die Räumlichkeiten stehen, wird Schlag auf Schlag der Boden verlegt. Die Holzverkleidung kommt an die Wand. Wir kommen dann auch schon in den Lounge-Bereich. Folgt mir mal, ich bin glaube ich ein bisschen zu schnell. Hier geht es dann zum Lounge-Bereich. Dann wird auch noch Lebendigwand, Pflanzenwand, ihr wisst, was ich meine, Mooswand wird entstehen. Und genau, zeitgleich auch noch die Beleuchtung. Dann haben wir Punkt 4 auch abgehakt. Als nächstes wäre dann der Eingangsbereich, die Lounge und Shop integrieren. Während den Umbauten ist uns die Idee gekommen, dass wir hier oben relativ viel Platz noch haben. Gerade wenn links die neuen Räumlichkeiten noch entstehen, haben wir die doppelte Menge. Das heißt, hier oben wird auf jeden Fall ein Beratungszimmer entstehen. Das heißt, ich sitze wie der Babbo da oben, habe euch alle im Blick. Und was natürlich mega geil ist, an Eröffnung oder vielleicht auch an Events, kann ein DJ da oben auflegen. Wäre, glaube ich, ziemlich nice. Oder? Über die Raumaufteilung und die Innenausstattung haben wir jetzt schon genug berichtet. Jetzt möchte ich euch mal grob ein bisschen was zum Grundriss erzählen. Hier starten wir direkt mit dem Haupteingang.
gehen schnurstracks durch zu den Umkleiden. Da habt ihr die Möglichkeit, nochmal kurz am Empfang zu halten, an der Getränkeanlage oder direkt in der Umkleide. Und das rennt auch eigentlich das komplette Oktagon so ein bisschen. Und dann geht es einmal rechts, haben wir einen großen Freihandelbereich. Hier rechts wird der freie Kursraum entstehen. Einmal rechts. Hier rechts unsere Functional Area. Hier wird auch der ein oder andere Crossfitter sich wohlfühlen bei uns. Und genau hinten dran wird dann die Lounge entstehen. Wir neigen uns auch schon wieder dem Ende zu. Vielen Dank, dass ihr auch eingeschaltet habt. Vielen Dank vor allem für die Mega-Resonanz aus dem letzten Video. Ich muss euch wirklich von Herzen danken. Das pusht mich mega bei dem ganzen Vorhaben, was ich habe. Ihr bestätigt mich damit auch nochmal. Wirklich, vielen Dank. Lounge, jetzt kommt Punkt 5. Scheiße, wenn die Klima vergesse. Keine Ahnung, was ich sagen will eigentlich, Jonas. Na, war wieder dumm. Zwei und go. Okay. Guck mal, ich muss gerade echt lachen. Alter, wie bescheuert sind wir denn eigentlich? Jo, ne? Mach mal das Video, aber wir drehen es einfach im Endeffekt rum. Ja, guck dir mal an, was mit den Autos passiert, wenn man es rumdreht. Leute, jetzt mal ehrlich. Ich bin leider Fitnessmanager, irgendwie ein Fitnesstempel. Die fahren immer rückwärts. Ich möchte hier meinen Ui! Ich lebe das. Ich lebe Fitness. Mann, sowas Blödes.